Ganz kurz zu Beginn wollte ich anmerken, dass ich mich freuen würde, wenn ihr mir auf meinem Twitch ein Follow da lassen könntet. Ich heiße da Gamer4Life, das Ganze ist in der Beschreibung verlinkt. Ich fände es auch nice, wenn bessere Grafik in dem Game laden würde, aber wir können nicht alles haben. Ihr verpasst das, wenn ihr mir nicht auf Twitch folgt. Also folgt mir auf Twitch und abonniert mich auf YouTube, auch wenn euch der Stuff gefällt. Macht die Glocke an, dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ich auf Twitch live gehe und wenn ich auf YouTube was hochlade. Ich meine, ihr habt nichts zu verlieren, ne? Ich habe heute Mathe-Klausur geschrieben. Wie man vielleicht schon im Titel entnehmen kann, hätte ich eigentlich was sehr viel Besseres zu tun gehabt, nämlich zum Beispiel pennen. Oder sagen wir es mal so, alles wäre besser gewesen, als Mathe-Klausur zu schreiben. Und mit alles meine ich halt wirklich alles. Sogar eine andere Klausur wäre besser gewesen als Mathe. Weil ich war halt ursprünglich eigentlich ganz guter Dinge so. Auch wenn ich keinen Bock hatte. Vor allen Dingen, ich wusste, dass es Mathe ist. Und Mathe ist so, wenn du denkst, du verstehst es und der Lehrer dann mit irgendwas Neuem ankommt und du dich dann fragst, auf welcher Sprache der Typ gerade labert. Das ist bei mir Mathe in der Nutshell. Nice. Ich möchte mal anmerken, Mate von mir in meiner ersten Runde Blackout damals hat mich einfach mal und sich mit so einem Ding in die Luft gejagt, als er einsteigen wollte und uns dann weggenadet hat. Ganz entspannt. An der Stelle, Nico, du wirst das Video safe nicht sehen. Wozu war das Zeugs jetzt gut? Perfekt, Digga. Ich bin lost. Warte mal, ich hab den wirklich... Ich hab den Typen genockt, wenn er so low war. Der Typ ist jetzt aber auch nicht so der Pro-Player unter den Pro-Playern gewesen. So, was hab ich? Scheißwaffe. Viel besser. Digga, ist der lost oder ist der lost? Also, worauf ich eben hinaus wollte. Bin ich lost oder bin ich lost? So, worauf ich eben hinaus wollte. Dieser Typ, er hätte die Klausur genauso gut auf Latein stellen können. Und das hätte nichts dran geändert, wie viel ich von dem Scheiß verstehe. Aber was ich mich auch immer bei Mathe frage, ich weiß noch nicht genau, was ich später mal machen möchte, aber ich kann zu 100% sagen, dass das nichts mit Integrale zu tun haben wird, nichts mit Funktionsscharen und nichts mit irgendeinem Wort, was dieser jemals in seinem Leben benutzt hat. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Trophy Systems, wofür das gut ist. Das Beste war einfach, so als ich für die Klausur gelernt habe, dachte mir so, ja, wir hatten so ein paar Stichpunkte, so ein Thema ist einfach scheiße gewesen, Funktionsscharen, hab immer noch keine Ahnung, was das sein soll. Und ich dachte mir so, ja, Digga, wenn ich ein Thema nicht kann von denen, dann fehlen mir vielleicht ein paar Punkte, aber das wird schon irgendwie schief gehen. Dieses Hurensohn-Thema war gefühlt 4/5 von dieser verfickten Hurensohn-Klausur. Das andere 5 konnte ich auch nicht. So, irgendwer ist halt... Och, Digga, du Bastard. Och, du Bastard. Ja, Gefangener. Ich hatte 30.000 Dollar gefühlt. Ich wollte mir eigentlich eben 20 Revives kaufen. What the fuck? Yo, der war auch leveltechnisch absolut auf meinem Niveau. Digga, 19. ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, was für wie wenig Spielzeit ich in dem Game habe. Ich meine, der Typ war Level 80 oder so. Ich bin Level 43. Na dann, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo und ein Kommi am Start. Folgt mir unbedingt auf meinem Twitter, auf meinem Instagram und unbedingt auf meinem Twitch. Schaut überall vorbei, was ich gerade gesagt habe. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Schreibt mal gerne einen netten Kommentar. Bis dahin. Ciao.